So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, denn das Chart-Pattern, über das ich in meinem letzten Video geredet habe, befindet sich jetzt nun vom absoluten Breakout-Punkt des Weiteren, Leute. Möchte ich euch natürlich ein Update über meine Trades geben. Wir müssen direkte Änderungen an diesem Trade vornehmen, sobald natürlich dieses Breakout passiert. Des Weiteren, Leute, möchte ich euch nochmal daran erinnern, Leute, bevor wir uns jetzt gleich auch auf den größeren Timeframes, auf dem Weekly-Timeframe, natürlich gleich anschauen, was uns die Weekly Moving Averages verraten über den weiteren Verlauf über die nächsten Wochen und Monate. Leute, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr ganz oben in der Videobeschreibung mein neues Trading-Tutorial findet. Ein komplettes Strategievideo über meine Trading-Strategie, wie ich es geschafft habe, auf meinem Trading-Account über 1 Million $ an realisiertem Gewinn zu erreichen, während ich meine Trades live in Videos geteilt habe und natürlich ganz klar dann auch den P&L und alles komplett in meiner Trading-Strategie offengelegt habe. Leute, schaut euch das auf jeden Fall an und denkt daran, für alle Leute aus Europa, Bybit natürlich aus regulatorischen Gründen definitiv nicht für Europa zu empfehlen. Über meinen Femex-Affiliate-Link werden jede Woche 5 Portfolios von Tradern verdoppelt. Des Weiteren gibt es $4.500 Ersteinzahlungsbonus. Mit diesem Bonus könnt ihr tatsächlich Trades machen und wenn ihr Gewinne mit diesen Trades macht, könnt ihr diese auch auszahlen. Das gibt es natürlich nur mit meinem Affiliate-Link. Des Weiteren kommt ja dann auch bald, Leute, die kostenlose Telegram-Gruppe auf Telegram wieder, die Trading-Tutorials und der kostenlose Trading-View-Indikator. Alles über eine Plattform, aber natürlich nur, wenn ihr über meine TradingView-Link, über meine Affiliate-Links tradet und mich dabei unterstützt. Das heißt, Leute, erstellt euch einfach einen neuen Account bei Femex, fangt an, darüber zu traden, denn dann habt ihr natürlich auch die Chance, euer Portfolio zu... Und bevor wir uns jetzt gleich tatsächlich auf den größeren Timeframes diese extrem interessanten Moving Averages anschauen, die uns eigentlich ziemlich genau vorhersagen, an welchem Punkt dieser Bärenmarkt zu einem Ende kommen wird und natürlich auch bei welchem Preislevel wir den absoluten Boden erwarten können, Leute, lasst uns als allererstes jetzt mal in die kleineren Timeframes springen, denn ihr wisst es ganz genau, Leute, ich befinde mich aktuell immer noch in einer 250.000 $ Long-Position und da wir uns ja aktuell mit meinem Account auch in 1 Million $ an realisierten Profiten befinden, möchte ich natürlich dafür sorgen, dass auch unsere aktuelle Long-Position wieder ein absoluter Erfolg wird. Leute, aus diesem Grund, lasst uns jetzt nicht großartig drum herum reden, lasst uns in die Charts springen. Ich werde euch natürlich wieder ganz genau sagen, was für Änderungen ich hier auch an meinen Trades vornehmen werde. Wenn wir jetzt hier mal auf den 4-Hourly Timeframe springen, dann sehen wir natürlich auch schon das Chart-Pattern, über das wir im gestrigen Video oder besser gesagt in meinem letzten Video geredet haben. Und zwar Punkt 1 natürlich über dieses mögliche W-Pattern, was sich jetzt natürlich hier auch komplett fertig geformt hat. Aber Leute, man muss natürlich immer noch im Hinterkopf behalten, um dieses W-Pattern als auch das Ascending Triangle als ein Reversal Pattern zu nutzen und hier ein Breakout nach oben zu starten, muss Bitcoin weiterhin noch über das 30.600 $ Level drüber kommen. Und solange wir da kein bestätigtes Breakout drüber sehen, und ich habe euch ja in meinem letzten Video erklärt, woran man ein bestätigtes Breakout erkennt, Leute, muss man ganz klar sagen, naja, können wir hier noch nicht allzu viel Upside für Bitcoin erwarten. Natürlich, nach einem bestätigten Breakout, wie bereits auch im letzten Video gesagt, werde ich natürlich meine Long-Position hochskalieren. Jetzt, Leute, müssen wir aber tatsächlich, und aus irgendeinem Grund lädt hier aktuell der Daily Timeframe nicht, auch wenn es für den Bitcoin-Preis aktuell nicht so schlecht aussieht und wir tatsächlich damit rechnen können, dass wir nochmal ein Reversal nach oben sehen, weiterhin natürlich das 0618er Fibonacci-Retracement-Level auf dem Weekly und dem Daily Timeframe ein ganz, ganz wichtiger Widerstand, den es weiter nach oben hin zu durchbrechen gilt. Das ist ziemlich genau an sich das 39.000 bis 41.000 Dollar Level. Darum soll es jetzt aber auch nicht gehen, denn ich habe ja ein paar Moving Averages erwähnt. Und Leute, wir wollen uns heute tatsächlich die Weekly Moving Averages anschauen. Und zwar nicht nur, und da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, wie kriege ich denn jetzt hier am Handy die sieben weiteren, so geht das perfekt, das funktioniert ja hier schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir hier nur... Warum ist das hier eine 30? Das ergibt keinen Sinn. Jetzt müssen wir hier nur ganz kurz... oh, das ist Volumen. Gib mir eine Sekunde, Leute. Tut mir leid, dass das jetzt hier gerade etwas unvorbereitet ist. Aber so, jetzt haben wir es. Jetzt können wir das Handy auch wieder seitlich nehmen. Und Leute, was wir da ganz klar erkennen können, ist natürlich, dass der 100-Weekly-Moving-Average und der 20-Weekly-Moving-Average gerade als Widerstände über uns sind.
Interessanterweise auch ziemlich genau in dem Bereich, wo sich auch das 0618er Fibonacci Retracement Level befindet. Und diese befinden sich natürlich kurz davor, gerade einen bearischen Cross hinzulegen. Des Weiteren der 200 Weekly Moving Average, der in der Vergangenheit von Bitcoin immer wieder eigentlich so wirklich als Boden, als dann wirklich als maximaler finaler Boden für Bitcoin gezählt hat, ganz klar befindet sich bei $22.000, das heißt noch ein Stück unter uns, weiterhin ein kleiner Wick darunter, auch möglich auf $18.000. Jetzt muss man aber natürlich sagen, wie wahrscheinlich ist denn dieser Wick runter? Und leider muss man natürlich sagen, dass wir jetzt schon einen großen Crash gesehen haben. Und das könnte man jetzt eigentlich sagen, ist sehr, sehr schlecht. Und man muss davon ausgehen, wie manche jetzt sagen, wir gehen auf $15.000 und noch viel tiefer. Aber Leute, wenn wir uns das mal in der Vergangenheit anschauen und der 200 Weekly Moving Average als Boden gegolten hat, dann ist es tatsächlich so, dass auch nach dem bearischen Cross des 20 Weekly Moving Average und das 100 Weekly Moving Average, dass wir dann tatsächlich nicht mehr großartig Downside erwarten konnten. Wir haben wirklich maximal dann noch einen Sturz auf den 200 Weekly Moving Average gesehen. Und Leute, da muss man natürlich ganz klar sagen, was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns auch hier wieder ganz, ganz klar, wir sehen hier den bearischen Cross der Weekly Moving Averages, ja, boom, und wir sehen eine Korrektur bis auf den 200 Weekly. Das heißt, das ist ja auch eine Sache, die wir ganz, ganz klar in der Vergangenheit von Bitcoin immer wieder gesehen haben. Das bedeutet aber für uns auch, dass die Bodenbildung in der Vergangenheit und dann wirklich das nächste große Run-Up immer erst nach einem bullischen Switch, also nach einem bullischen Cross des 50 Weekly Moving Average und des 100 Weekly Moving Average nach der Bodenbildung auf dem 200 Weekly Moving Average stattgefunden hat. Und das bedeutet natürlich für uns, dass dadurch, dass wir uns jetzt erst kurz vorm bearischen Cross befinden, dass Punkt 1 weiterhin natürlich das Potenzial, auch wenn wir hier jetzt erstmal fürs Erste vielleicht sogar nochmal auf $40.000 pumpen, die Wahrscheinlichkeit für einen Dead Cat Bounce sehr hoch ist, die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur auf $22.000 oder mit einem Wick auf $18.000 auch weiterhin sehr hoch gegeben ist und dass man auch ganz klar sagen muss, mal ganz nüchtern betrachtet, dass wir natürlich danach immer eine relativ lange Phase hatten und da rede ich bis zum Ende des Jahres, bevor dann wirklich wieder ein weiteres größeres Run-Up startet. Das heißt, Leute, aktuell muss man ganz klar sagen, und ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwie ernüchternd wirkt, denn wir werden in dieser Zeit trotzdem sehr volatile Preisbewegungen bei Bitcoin haben, die wir optimal nutzen können, um für das nächste wirklich große relevante Run-Up unsere Bitcoin zu vermehren, in der Form von natürlich dem aktiven Handel. Und Leute, jetzt möchte ich euch auch noch mal ganz kurz daran erinnern, vielen, vielen Dank für den ganzen Support unter meinen letzten Videos. Denkt daran, ich habe ein absolut legendäres Trading-Strategie- und Tutorial hochgeladen. Dieses hat jetzt schon über 20.000 Aufrufe, es geht absolut ab. Das Feedback unter dem Video ist wirklich unglaublich. Und Leute, denkt daran, dieses Video ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und des Weiteren, Leute, ihr wisst es, in Bybit sollte man aus regulatorischen Gründen, wenn man in Europa lebt, auf gar keinen Fall verwenden, aus regulatorischen Gründen auf keinen Fall Bybit verwenden, wenn ihr aus Europa kommt. Stattdessen, Leute, verwendet bei Femex oder FTX. Bei Femex habe ich sogar einen Bonus, einen Ersteinzahlungsbonus von $4.500 in der Videobeschreibung. Plus, ihr bekommt ja bald den Zugriff auf die ganzen kostenlosen Telegram-Gruppen, kostenlosen TradingView-Integrator, die kostenlose Video-Trading-Tutorial-Reihe. Das heißt, Leute, fangt einfach an, tradet über meinen Affiliate-Link bei Femex. Des Weiteren, 5 Portfolios werden jede Woche verdoppelt von Leuten, die meine Affiliate-Links benutzen und mich damit natürlich auch unterstützen. 5 Leute kriegen ihr Portfolio jede Woche von Femex direkt verdoppelt. Und Leute, naja, das gibt es eben nur, wenn ihr mit meinem Link registriert seid. Das heißt, erstellt euch im Zweifelsfall einfach einen neuen Account und holt euch diese ganzen Benefits ab, die es dann jetzt vor allen Dingen in Kombination mit der neuen Plattform geben wird. Wie gesagt, TradingView-Indikator, Video-Tutorial-Reihe und so weiter und so fort. Leute, lasst uns wieder die 1000 Likes knacken. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.